Benjamin Spinola. Sie sind selbst das beste Beispiel, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass erfolgreiche Unternehmensgründungen im Ruhrgebiet möglich sind. Wollen wir natürlich mal wissen, was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was für Möglichkeiten, was für Barrieren vielleicht haben Sie angetroffen? Zum Thema Erfolg würde ich vielleicht noch ein bisschen zurückrudern. Erstmal ging es eigentlich los mit zwei Misserfolgen, was auch so ein bisschen das vorherige Thema anschneidet, was Herr Tönjes angesprochen hat mit dem Thema Fuck-up-Night. Also da geht es darum, dass auch Leute scheitern können und aus diesen Fehlern, die sie gemacht haben, lernen sollen und diese Fehler dann auch anderen Leuten mitteilen können und sollen. Genau. Und der Initiativkreis Ruhr unterstützt uns dabei sehr tatkräftig und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Das Entscheidende ist aber, dass ich selbst jetzt, ich sag mal, zweimal gescheitert bin und die Konsequenz daraus war, dass ich jetzt selbst nochmal eine Agentur mitgegründet habe und selbst noch zwei weitere Startups gerade dabei bin zu entwickeln mit einem Team. Und erfolgreich würde ich das jetzt gar nicht unbedingt nennen, aber es geht darum, wieder aufzustehen und aus den Fehlern, die man gemacht hat, zu lernen und das Ganze in eine positive Kultur umzuwandeln und ja, mit anzupacken. Mhm. Genau. Und die Standortentscheidung Ruhrgebiet richtig, also trotz zweier Fuck-ups, wenn ich das auch mal so sagen kann. Ja, die ist auf jeden Fall richtig. Also ich selbst komme eigentlich eher aus dem Münchner Raum, beziehungsweise meine Ausbildung, mein Studium und meine Arbeit als Ingenieur hat dort stattgefunden. Groß geworden bin ich hier im Ruhrgebiet und ich bin halt zurückgekommen, weil ich das Gefühl habe, dass man hier noch ein bisschen mit anpacken kann und dass hier gerade ein Wandel entsteht und dass diese Energie, dass man die positiv kanalisieren kann. Und okay, wir sind jetzt eine Online-Marketing-Agentur, haben zwei Startups, die sich eigentlich aus dem Online-Umfeld heraus bewegen, ist vor allen Dingen, ich sag mal, der Raum Ruhrgebiet, Dortmund mit der TU München eigentlich ein ganz guter Standort. Dankeschön. Ja, Applaus dafür. Ich hatte Sie gerade um die Beantwortung einer wichtigen Frage gebeten. Natürlich ist es eine Frage auch aus der RAG Zukunftsstudie. Auch unsere Experten hier haben eine Antwort geliefert. Sie sahen es relativ positiv. Vielleicht können wir noch einmal zeigen, wie die Experten der RAG Studie, der Zukunftsstudie, das sehen. Sie sehen es nämlich weitaus negativer als hier im Raum. Das Ergebnis hier, 44% sagen nur in Summe eher Arbeitsplätze schaffen, wenn wir an die Digitalisierung denken. 56% in Summe eher Arbeitsplätze vernichten. Ist diese Angst begründet oder ist diese Hoffnung hier aus dem Saal begründet? Zwei Drittel immerhin sagen hier fast, Digitalisierung vernichtet in der Summe Arbeitsplätze. Wie ist dieser Angst, dieser Befürchtung zu begegnen? An Sie die Frage. Ich glaube, dass man mit Angst als Berater sowohl in Unternehmen als auch in der Politik ganz schlecht beraten ist. Die Naturwissenschaftler sagen, Angst macht einen schneller. Weil man dann Furcht vor dem Nächsthöheren hat. Das mag sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch stimmen. Ich glaube, dass es für uns darum gehen muss, wirklich mit Optimismus dieser Chance der Digitalisierung zugewandt, sich dem Thema zu nähern. Das ist ganz entscheidend. Mir begegnen häufig Mittelständler, die noch sehr zurückhaltend sind. Das belegen auch viele Studien. Für die Prognose, ob das jetzt Arbeitsplätze bringt oder welche abbaut, finden Sie auch Studien en masse für beide Seiten. Deswegen ist das ja auch hier fast ausgewogen. Das lässt sich nicht exakt prognostizieren. Was wir sicher wissen, ist, dass sich das Qualifikationsprofil der Beschäftigten verändern wird. Dass wir Veränderungen im Bereich von Weiterbildung und Qualifizierung dringend brauchen, um diesen Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Und das, finde ich, ist eine eigentlich noch die viel spannendere Frage. Wir haben jetzt eine Allianz gebildet, Wirtschaft und Arbeit 4.0 nennen wir die. Da sitzen Gewerkschaftsvertreter, da sitzen Arbeitgebervertreter, da sitzen aber auch Wissenschaftler. Da sind wir das einzige Bundesland, das so etwas bisher organisiert hat, um uns dieser Fragestellung zu nähern. Aber alle eint der Optimismus, dass das nichts ist, was irgendwie böse über einen kommt, sondern dass das auch wieder ein Prozess ist wie frühere Revolutionen und Evolutionen im Bereich der Industrialisierung auch, die man gestalten kann. Und wenn wir so daran gehen, gerade hier im Ruhrgebiet, das nicht als Gefahr sehen, sondern als Chance, ich glaube, dann kann man die Antwort, die hier im Publikum gegeben wurde, Realität werden lassen und nicht die Prognose der Studie. Wobei jede Revolution auch Menschen abgehängt hat. Zum Teil einfach Menschen, die nicht mehr folgen können. Digitalisierung ist sicherlich auch so ein Risiko, dass manche sagen, das schaffe ich nicht mehr. Ich will vielleicht sogar, das wollen bestimmt viele, ich möchte am Ball bleiben, aber ich kriege das technisch nicht mehr hin. Ganz konkret, ich kann das Gerät nicht mehr bedienen. Ich verstehe das System dahinter nicht mehr.
Ich glaube, auch da muss man differenzieren. Es gibt diejenigen, die das Gerät programmieren. Und das wird eine sehr hohe Anforderung in der Qualifikation sein. Und es wird diejenigen geben, die das Gerät, sei es jetzt ein Tablet, das ist so das praktischste Beispiel, was wir sicherlich alle vor Augen haben, ja sehr leicht bedienen können. Also mancher Prozess wird ja gerade durch die Digitalisierung sogar vereinfacht, sodass auch Menschen mit einer niedrigen Qualifikation dann sogar leichter damit umgehen können. Mhm. Ich mache mir eher Sorgen um das, was wir in der Mitte haben. Das, was wir jetzt als hochqualifizierte Facharbeiter kennen. Also nicht als Akademiker und nicht als Ungelernter, sondern genau in diesem Mittelbau. Wo bleibt der? Und darauf müssen wir Antworten finden. Die hat heute, ich beschäftige mich ein bisschen mit diesen Fragen relativ häufig, treffe viele Experten dazu, die Antwort hat bisher keine. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir gemeinsam mit den Unternehmen, mit denen auch für Personalentwicklung Verantwortlichen diskutieren müssen. Denn bei Digitalisierung gibt es ja einen großen Fehler, wenn Sie sagen, das ist in meinem Unternehmen die Zuständigkeit der IT-Abteilung. So ein Thema wie Digitalisierung gehört mal mindestens erstens sowieso in den Vorstand oder in die Geschäftsführung, aber dann ganz zentral auch in die Personalabteilung. Die Personalentwickler müssen sich mit diesen Fragen beschäftigen und nicht nur die IT-Experten. Dankeschön. Professor Feld, Sie sind nicht nur Wirtschaftsweiser, sondern auch Saarländer. Und wir wollen hier nicht unerwähnt lassen und nicht vergessen, dass das Saarland in Sachen Zukunftsfähigkeit nach dem Ende der Kohle ja auch hier mit Thema ist. Auf welche ökonomischen Stärken kann denn aber nun speziell das Ruhrgebiet aufbauen? Wie Herr Spinola sagt, ne, die industrielle Erfahrung der Region ist ja auch eine Stärke. Naja, also ich meine, es ist immer eine günstige Strategie, erstmal eine andere Frage zu beantworten, als die, die Sie stellen. Ich habe diese Zahlen gesehen. Ich glaube, dass die Frage nach dem Beruf, also wie viele Jobs gehen verloren, falsch gestellt ist. Das, was die Digitalisierung machen wird, sie wird Tätigkeiten obsolet werden lassen, aber nicht die einzelnen Arbeitsplätze. Das heißt also, es wird wichtig sein, innerhalb eines Arbeitsplatzes sich neu zu definieren. Und da ist Qualifikation ein richtiges Stichwort, aber vor allen Dingen auch Qualifikation in den Unternehmen. Das vielleicht zur vorherigen Diskussion. Das Zweite, Regionen, die jahrelang, jahrzehntelang, teilweise ja, wenn wir hier im Ruhrgebiet reden, jahrhundertelang von der Schwerindustrie geprägt waren, haben es relativ schwer im Strukturwandel. Das sehen wir überall. Wir haben es in den USA in verschiedenen Gegenden gesehen, wenn Sie an Pittsburgh beispielsweise denken. Das ist im kleinen Saarland genauso wie im Ruhrgebiet schwierig gewesen. Wobei man sagen darf, dass das Saarland, wenn Strukturwandel heißt, eine stärkere Mischstruktur in den Unternehmen hinzubekommen, wenn man Wertschöpfungsanteile beispielsweise anschaut, etwas weiter vorangekommen ist als das Ruhrgebiet. Insofern ist zunächst mal die Schwerindustrie eine Belastung, und zwar in vielerlei Hinsicht. Es gibt Altlasten im Umweltbereich bis hin zu den Altlasten, die sich dadurch ergeben, dass die früheren Industriekapitäne eben auch sehr viel wirtschaftlichen und politischen Einfluss über all die Jahre behalten haben. Das macht es schwer. Ein Gegenbeispiel dazu ist etwa die Textilindustrie. Und da muss man von hier aus nicht weit gehen. Nehmen Sie die Gegend um Nordhorn in Niedersachsen, die bis Anfang der 90er Jahre stark von der Textilindustrie gelebt hat. Sie ist entsprechend niedergegangen und wir haben einen relativ raschen Strukturwandel dort gesehen, weil Textilindustrie eben keine Schwerindustrie ist. Es ist eine Mischform, die dann entsteht. Gleichwohl wird in industriellen Gebieten die Akzeptanz für neue Industrie in aller Regel auch stärker sein. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man sexy wird für die App-Entwickler, die sich im Moment in Berlin tummeln. Aber es kann sehr wohl bedeuten, dass man in verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus, wegen mir auch der Chemie, viel mehr Akzeptanz im Ruhrgebiet hat als sonst wo. Jetzt müssen Sie mir das aber kurz nochmal übersetzen, um was wirklich mit nach Hause zu nehmen. Was heißt das nun fürs Ruhrgebiet? Ist das, was kann man nutzen? Wo sind die Assets, die man nutzen kann? Und was muss grundsätzlich anders werden? Ich habe jetzt erstmal auf die Nachteile im Wesentlichen hingewiesen. Und das Problem ist, dass Sie da nicht so leicht was mitnehmen können. Das, was wir eben auch in den schwerindustriellen Regionen sehen, gerade über diese Verflechtung mit der Politik, zwischen Industrie und Politik, ist immer sehr schnell, wenn es dieser Industrie nicht mehr so ganz gut geht, der Ruf nach Subventionen. Was in aller Regel dafür sorgt, dass wir Erhaltungssubventionen in größerem Stil bekommen. Das erschwert den Strukturwandel zusätzlich. Das heißt, ein erster Schritt wäre, weniger mit gezielten Subventionen hinzugehen, sondern sich zu überlegen, wie kann ich ganz gezielt
dafür sorgen, dass aus den Universitäten Spin-offs entstehen. Und dafür muss ich einerseits in der Universitätsstruktur sicher das ein oder andere tun, auch etwas mehr Geld dort in die Hand nehmen. Und dann andererseits dafür sorgen, dass genug Freiheit für diese Spin-offs da ist. Unternehmerische Initiative kommt nicht zustande aus den Universitäten. Wenn man zum Ausgründungsbüro der Universität geht, als erstes erfährt, was man nicht tun darf, als zweites, was man tun soll und als drittes, wo die Subventionstöpfe sind. Also wenn ich ein Gründer wäre, würde ich das dort nicht machen. Kommen wir gleich dazu. Pierre Lorbeer ist da, kommt aus der Wirtschaft, musste hier schon gerade lachen, hat das irgendwo wiedererkannt, kommt von der Firma Wirth. Mal ein paar Key Facts zur Wirth-Gruppe, ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft im Handel mit Montage, Befestigungsmaterial, ganz fix 400 Gesellschaften, mehr als 80 Länder, über 69.000 Beschäftigte. Sie selbst leiten das Competence Center. Was ist das und warum sitzt es in Berlin und nicht in Essen? Ja. Fangen wir vom Unternehmen her an. Weil da gibt es wirklich gute Chronologien auch zum Ruhrgebiet, weil ja, der Wirth ist bei 99% der Menschen einfach als Schraubenwirth bekannt. Mhm. Und wir sind halt von der Wirth Elektronik, haben da das Competence Center in Berlin und machen ganz andere Themen. Da geht es um Industrie, um Dinge wie Wireless Power Charging, Energy Harvesting, Dinge, die man nicht unbedingt mit Schrauben, einem Schraubenhändler wie Wirth verbinden würde. Mhm. Und genau das war ein Punkt, auch diese Herausforderung für uns als Unternehmen, von diesem Image, das aufgebaut wurde über Jahrzehnte hinweg, ein wunderbares Image, aber auch dahin zu kommen, zu sagen, wir sind ein innovatives Unternehmen und machen auch ganz andere Dinge. Ja. Deshalb konnte ich halt auch in vielen, auch vorhergehenden Gesprächsrunden erkennen, auch diese Kraft liegt im Ruhrgebiet. Und warum wir vielleicht nicht hier sind, sondern erstmal in Berlin, aus dem ganz einfachen Grund, weil in Berlin halt schon dort gewisse Plattformen einfach vorhanden waren, die Infrastruktur war einfach da. Mhm. Wenn ich jetzt einfach schaue, was ist der große Punkt für mich auch in diesen Diskussionen hier am Tage schon gewesen, war für mich mal so diese Heterogenität in dem Ruhrgebiet, wird hier eher als Nachteil erkannt. Für mich ist es eine ganz kleine Chance, eine Chance, mit der Sie hier arbeiten können. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Ruhrgebiet an sich ist ein großer Punkt, aber Sie haben halt viele Spots drin, zum Beispiel Dortmund, wie auch andere Städte, die Sie einfach herauskristallisieren müssen. Sie müssen zeigen, dass Sie eigenständig sind auf der einen Seite, aber eben als Gebiet funktionieren können. Ja. Und das ist ein Punkt, der halt in Berlin schon funktioniert. Auch da gibt es heterogene Standorte. Wir hatten vorhin Lichtenberg gehört, wir haben andere Standorte, Spandau. Ähnliches ein Spandau, ein Original Spandau, sagt heute immer noch, er ist kein Berliner und trotzdem zählt es als Berlin. Nach außen hin sind es halt alles Berliner. Ja. Aber Sie sagen schon ganz deutlich, Infrastruktur haben Sie dort gefunden, die Sie hier nicht gefunden haben. Der Wirtschaftsminister steht genau rechts neben mir. Ganz einfache Tipps. Heute Morgen, wir hatten den ersten, wie es immer so schön heißt, Red-Eye-Flight aus Berlin hier rübergenommen, hatte noch ein bisschen Zeit, fahre nach Essen in die Innenstadt. Ja. Aus dem ganzen Weg von Düsseldorf nach Essen ist mir nicht ein einziges Carsharing-Auto über den Weg gekommen. Das haben wir nicht, in der Tat. War in Essen, ja, in der Innenstadt gewesen. Das Einzige, was ich gefunden habe, waren 5 Fahrradstellplätze mit 2 ja doch eher mehr oder minder noch funktionsfähigen Fahrrädern, die man halt noch benutzen konnte. All das sind Punkte, die auch einen Standort attraktiv machen. Sie gehören mit dazu. Wir haben vorhin über die Jugend gesprochen, dass das Auto eben nicht mehr so attraktiv ist. Das ist egal, ob draußen vor der Tür noch ein V8 steht oder halt das Elektroauto. Ja. Aber es muss eben jetzt da stehen, wenn ich es jetzt brauche. Wenn ich heute Abend zur Party gehen will, nehme ich mir schnell ein Auto, fahre irgendwo hin und lasse es da wieder stehen und der Nächste kann es wieder benutzen. All das sind Punkte, die auch einen Standort attraktiv machen. Zusätzlich zu vielen anderen Dingen. Dankeschön. Bitte. Herr Dün, Sie werden da wahrscheinlich darauf antworten wollen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht können wir es zusammenfassen mit Benjamin Spinola. Genau. Denn eine vitale Gründerszene gibt es im Revier ja nur punktuell. Und ich würde von Ihnen jetzt gerne wissen, Sie sind als Unternehmer hierher gekommen, aber das Gros der jungen Leute, die Unternehmer werden wollen, geht nach Berlin, München, Hamburg. Wo muss man denn ansetzen, um mehr Gründer ins Revier zu holen, für diese neue Gründerzeit, die Sie wollen? Genau. Ich glaube, dass es da sehr, sehr viele Punkte geben wird und das sollte man wahrscheinlich auch wirklich facettenreich diskutieren, dieses Thema. Ich würde es gerne anhand einiger Beispiele versuchen, so ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist jetzt kein abschließendes, irgendwie allgemeine Besprechung, aber trotzdem zeigt das ganz gut auf, wo wir uns da befinden. Also die Gründerszene in Dortmund im Ruhrgebiet, die ist sehr unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel so Gründer wie mich, die eher so aus der Wirtschaft herauskommen. Dann gibt es wahrscheinlich eher so die Gründer, die aus dem universitären Umfeld herauskommen. Das ist nochmal eher eine andere Szene, die da zu betrachten ist. Wenn ich jetzt selbst gucke,
was geht eigentlich ab hier so in der Region? Dann bewege ich mich eigentlich meiner Meinung nach jetzt in der Szene, in der ich mich befinde, auf zwei Plattformen. Das ist einmal so eine Meetup-Plattform, nennt die sich, und einmal Eventbrite. Und da gucke ich rein und überlege, was mache ich eigentlich so die nächsten Abende, um mich auch zu vernetzen, um Ideen zu sammeln, um zu planen. Und da passiert einfach gar nichts, so ungefähr, ne? Und da macht zum Beispiel so ein Unternehmen wie Zalando, okay, das ist jetzt so ein IT-Unternehmen, ein paar Sachen ganz richtig. Und zwar sind die nach Dortmund gekommen und haben dort einen Standort eröffnet und suchen IT-Kompetenz. Und die platzieren alle drei Wochen da eine Veranstaltung, die fokussiert genau die Gründer und die Programmierer, die dort sich in der Region befinden. Das sind totale Fachthemen. Ich bin selbst ein bisschen Programmierer, verstehe nicht mal die Titel von dieser Veranstaltung. Aber trotzdem. Das tröstet genau. Normalverbraucher. Genau. Und dort sammeln sich also die Personen um diese Firma Zalando herum und sie gehen sehr, sehr offen mit der eigenen Technologie, mit dem eigenen Know-how um. Das heißt, sie geben ihr Know-how preis und kriegen dafür sehr, sehr interessante Personen, die dann mit ihnen in den Dialog treten und dann auch vielleicht später Arbeitskräfte werden, vielleicht auch eigene Anstöße, eigene Ideen entwickeln. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf andere Industrien, andere Technologien, da passiert da gar nichts auf diesen Plattformen. Also ich selbst bin eigentlich ja auch Ingenieur und solche Dinge finde ich eigentlich im Bereich Industrie, Technologie für Ingenieurwesen passiert da ziemlich wenig. Also sprich, es ist als Gründer, jetzt mal, wenn man jetzt mal wirklich mit dem Hammer draufhaut, ein bisschen langweilig in der Region. Geht das auch an die Politik? Dieser also Vorwurf? Mir, ja? Oder ja, kann die Politik da wenig tun? Also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf die Fuck-Up-Night beziehe, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, dann sticht da eigentlich eine Person ziemlich heraus, das ist Christian Lindner, der ja so eine Wutrede, ich weiß nicht, ob es im Landtag war, gehalten hat. Der ist ja ein ziemlicher Rockstar mit geworden mit diesem Ansatz und ohne jetzt meine eigenen parteilichen Interessen zu vertreten, zeigt sich ein Christian Lindner zum Beispiel dann auch auf einer Fuck-Up-Night. Jetzt in Frankfurt ist er, glaube ich, gewesen. Und auch der Initiativkreis Ruhr, sag ich mal, geht da offensiv mit um. Also es zeigt sein Logo, der Initiativkreis Ruhr, neben einer Fuck-Up-Night. Und andere Parteien haben wir auch angesprochen und die trauen sich das nicht. Die Veranstaltung heißt wirklich so, wie wir sie die ganze Zeit verstehen. Ne? Sag das bitte doch mal deutlich. Fuck-Up-Night. Also fuck up ich habe was verkackt. Auf ja, ich hab ihn gescheitert, was genau hier ein Problem ist und in Amerika zum Teil einfach dazugehört, auf dem Weg nach oben. Ja. Sie haben jetzt eine Menge eingesteckt. Ne? Jetzt, also die Fahrräder sind kaputt. Carsharing, Drive Now zumindest, endet in Düsseldorf. Das haben wir im Ruhrgebiet noch nicht. Haben Sie überhaupt eine Chance, ja, die Wirtschaft, also auch die Unternehmen hier mitzunehmen? Sie haben jetzt die Gelegenheit, auch auf die einzelnen Punkte einzugehen. Mache ich auch sehr gerne. Reden wir mal nicht über Berlin, sondern reden wir über Nordrhein-Westfalen. Weil bei den Nachbarn des Ruhrgebietes im Rheinland passiert ein bisschen was. Und ich glaube, dass man da sehr genau hingucken muss. Wenn man sich in Köln umtut, gibt es dort eine Szene, die mittlerweile eine Größenordnung erreicht hat, die auch wiederum für andere, die sich noch entscheiden müssen, an welchen Ort sie gehen, so attraktiv ist, dass sie sagen, Köln ist eine echte Alternative. Wir haben gerade einen Initiator für eine private Coder-University. Was ist eine Coder-University? Da geht es im Grunde darum, als ja, wir im Rahmen einer privaten Hochschule Programmierer jetzt im weitesten Sinne auszubilden. So, der pendelt auch noch gerade, der weiß noch nicht, ob er Köln oder Berlin macht, aber Köln ist in der Verlosung und es geht nur noch um die beiden Standorte. In Düsseldorf sind die Veranstaltungen, die Sie gerade genannt haben, sehr regelmäßig. Finden die dort statt, sind sehr gut besucht. Sie haben eben auch ein paar Leuchttürme, Sie haben ein paar Vorbilder. Trivago ist so einer, ja, der aus Düsseldorf kommt, dieses Reiseportal, nur um eines zu nennen, um dem sich herum einiges entwickelt. Und das Thema im Ruhrgebiet ist, wir können auch über das Henne-Ei-Problem sozusagen wann kommt das Thema Elektromobilität stärker zum Tragen, wenn mehr Leute da sind, die es nachfragen und so weiter. Also das wird sich, glaube ich, geben. Was wir hier brauchen, ist ein Anwachsen dieser kritischen Masse, wo man dann eben solche Veranstaltungsformate besser organisieren kann, wo es nicht so langweilig ist, wie Sie gerade gesagt haben. So, und die Voraussetzung dafür ist, erstens das, was wir alles an den Hochschulen machen, gut. Nirgendwo ist die Landschaft ja dichter als hier. Aber was wir eben brauchen ist, ich sage das mal ganz bewusst, auch in einer politisch heiklen Zeit, wir brauchen ein bisschen mehr Patriotismus derjenigen, die auch über Mittel verfügen, solche Dinge hier zu initiieren.
Und ich sage das mit aller Klarheit in der Erwartung eines bösen Kommentars, aber Herr Thürock ist ja nachher auch hier oben auf dem Podium, dass wenn der ortsansässige Verlag seine Digitalschmiede gründet und nach Berlin geht, ist das ein falsches Signal. Wenn das große, traditionsreiche Unternehmen Haniel hier 100 Meter weiter seine Digitalschmiede Schacht One auf Zollverein gründet, dann ist das das richtige Signal. Und die Geschichte kann man ja in dieser Runde hier durchaus noch mal knapp zusammengefasst erzählen. Der Vorstand von Haniel ist gemeinsam mit Teilen seines Aufsichtsrates im Silicon Valley gewesen. Die sind in den Niederlanden gewesen, die sind in Tel Aviv gewesen natürlich, einem der interessantesten Orte in diesem Bereich. Die sind natürlich in Berlin gewesen und haben dann nicht aus irgendeiner Gefühlsduselei heraus, sondern aus einer ganz nüchternen betriebswirtschaftlichen Betrachtung heraus gesagt, wir gehen nach Essen, weil wir dort das Potenzial sehen, dass wir auch Leute tatsächlich noch binden können. Und das könnte dann nämlich ein ganz entscheidender Vorteil für das Ruhrgebiet und für die Städte hier in der Region werden. In Berlin, das wissen alle, die dort sich ein bisschen umtun, haben sie eine enorm hohe Fluktuation der Leute. Bin ich heute hier, bin ich morgen da, was ist interessanter? Ja, also da wird noch schnell auch die Straßenseite wieder gewechselt. In der Situation wären wir hier nicht. Und wenn es uns gelingt, mit solchen Entscheidungen, wie Haniel ein solches Vorbild ist, diese kritische Masse zu erreichen, dass sich dann auch in der Infrastruktur etwas tut, weil dann eben andere Gastronomie, andere ÖPNV-Angebote, andere kulturelle Angebote noch wieder dazukommen, die diese, mir hat mal jemand gesagt, das ist ein etwas druidenhafter Mix. Man kann es nicht genau beschreiben. Das ist nicht wie bei einem Gewerbegebiet, wo Sie sagen, so und so viel Quadratmeter Fläche brauche ich und die Anschlüsse brauche ich und dann kommt da schon einer, wenn ich noch den Grundstückspreis ein bisschen subventioniere. Das ist hier anders. Es ist ein bisschen komplexer, aber in jedem Fall braucht es Masse. So, und mit Einzelnen jetzt angefangen zu haben, und lassen Sie mich noch eins sagen, weil Dr. Dütten darauf schon hingewiesen hat. Unsere Initiative, dass wir gesagt haben, die digitale Wirtschaft muss ein Schwerpunkt sein. Wir loben aus mit finanzieller Unterstützung sogenannte Hubs. Und da hat das Ruhrgebiet etwas sehr Intelligentes gemacht. Wir haben jetzt die Bewerbungen alle vorliegen. Wir werden direkt zu Beginn der Sommerferien sagen, wer diesen Zuschlag für einen solchen digitalen Hub bekommt. Und im Ruhrgebiet hat man nach ein paar Diskussionen, wie das auch richtig und üblich ist, hat man gesagt, wir bewerben uns nicht alle einzeln. Wir machen nicht Essen macht eine Bewerbung, Bochum macht eine Bewerbung, Dortmund macht eine Bewerbung, sondern unter diesen dreien ist verabredet worden, auch noch mit ein paar anderen Partnern, wir geben eine gemeinsame Bewerbung ab. Das erhöht die Chancen für den Zuschlag. Ich kann das nicht vorwegnehmen, aber das erhöht die natürlich ungemein. Und da in diesen Hubs geht es darum, einen Ort zu schaffen, wo ich als Gründer, wo ich aber auch als Mittelständler, wo ich auch als Industrie hingehen kann, wo ich auch als Business Angel hingehen kann, um mir mal einen anzugucken, ob ich da vielleicht mit einsteigen bin. Solche Orte zu schaffen, das muss die Strategie für das Ruhrgebiet sein. Und sich da nicht gegenseitig das Wasser dann nochmal abzugraben, sondern das gemeinsam auf den Weg zu bringen. Das, finde ich, ist genau der richtige Weg, den man hier seitens der Städte eingeschlagen hat. Dann wird es auch weniger langweilig. Jetzt haben wir unglaublich viele interessante Punkte, an die man anknüpfen könnte. Vorhin haben Sie gezuckt, als es hieß, wir können vom Rheinland uns was abgucken. Aber natürlich ist auch was Herr Dünn gerade gesagt hat, spannend, wie man aus dieser Konkurrenz der Städte rauskommt zu einer Gemeinsamkeit. Können Sie da aus Sicht des Wirtschaftsweisen was dazu sagen? Ich halte normalerweise eine Konkurrenz zwischen Gebietskörperschaften für relativ fruchtbar, gerade auch in der Wirtschaftsentwicklung. Und es ist völlig richtig, dass das Rheinland, wenn wir jetzt Informations- und Kommunikationstechnologien vor dem Hintergrund der Digitalisierung betrachten, deutlich besser dasteht als das Ruhrgebiet. Also insgesamt auch im Bundesgebiet nicht schlecht dasteht. Wir haben einmal Berlin. Das wird natürlich auch entsprechend gefeiert, weil Berlin so lange gedarbt hat nach einer Gründerszene. Das muss man ja hinzufügen, dass das schon ziemlich lange her ist, dass es in Berlin wirklich anständige Wirtschaftskraft gegeben hat. Wir haben in Hamburg, in München, in Stuttgart relativ viel an Gründertätigkeit in diesem Bereich. Aber beispielsweise schon in Karlsruhe mit seinem so hochgejubelten Karlsruhe Institute of Technology, wo man ja schon auf die amerikanischen Vorbilder abgestellt hat, gibt es wenig Gründeraktivität im IKT-Bereich. Ich würde gerne, nur um auf Ihre Frage mit Zucken zu antworten, aber ich würde gerne an 3, 4 Punkten aus der vorherigen Diskussion anknüpfen. Erstens Events. Nochmal Berlin, auch wenn Sie lieber nach Nordrhein-Westfalen gucken wollen.
Berlin hat jahrzehntelang versucht, mit Kultur und Events attraktiv zu sein. So lange, bis der regierende Bürgermeister mal erkannt hat, dass es nicht ausreicht, sich gegenseitig zu filmen. Man muss schon auch den wirtschaftlichen Hintergrund dafür haben, damit dann für diejenigen, die vor Ort sind, mit entsprechenden Veranstaltungen das Ganze attraktiv gehalten wird. Aber ich halte relativ wenig davon, in Vorlage zu treten mit großen kulturellen Veranstaltungen in der Hoffnung, dass dann die Wirtschaft anspringt. Das gehört immer noch zu den weichen Faktoren und nicht zu den harten. Das zweite, Image. Ein Image ist schön, ja. Also das Berliner Image, arm aber sexy. Das baden-württembergische Image, wir können alles außer Hochdeutsch. Das verfängt. Wenn man ans Ruhrgebiet denkt, hat man Frank Gosen im Sinn. Schön ist das nicht. Das Problem ist nur, ist ja nichts anderes als ein Bild. Ein Vorurteil sozusagen, das sie schaffen. Das Image muss man leben können. Wenn man sich mit einer Image-Kampagne ein neues Image geben möchte, muss das fehlschlagen, wenn das nicht in irgendeiner Form Substanz hat. Das Image alleine reicht nicht aus. Ja? Das Dritte, was ich gerne sagen möchte an der Stelle, denken Sie nicht immer nur an die Digitalisierung, die jetzt so intensiv diskutiert wird, sondern an Informations- und Kommunikationstechnologien. Was wir in Deutschland insbesondere erleben seit vielen Jahrzehnten, das hat mit Kultur zu tun, es hat mit Finanzierungsstrukturen und Ähnlichem zu tun. In Deutschland brauchen Gründer, um dauerhaft erfolgreich zu sein, insbesondere wenn sie in die Wachstumsphase kommen, einen großen Partner. Das ist leider so. Das brauchen Sie in den USA nicht. In den USA haben Sie nicht einfach nur ein bankfinanziertes System, sondern ein kapitalmarktfinanziertes System. Das ist leichter für einen Newcomer auf dem Markt, den Kapitalmarkt anzuzapfen, um dann weitere Mittel zu bekommen, wenn man sich schon mal in der Gründungsphase eine Zeit lang bewährt hat. Das haben wir in Deutschland leider nicht. Über Crowdfunding vielleicht aber doch? Naja, Crowdfunding und Venture Capital haben Sie in der Regel immer für die Anfinanzierung. Wenn es nachher ums Wachstum geht, wird es schwieriger für die Unternehmen. Das ist das, was im Grunde in Deutschland von der Finanzierungsseite her für Gründer sehr, sehr schwierig ist. Und von daher ist immer der große Partner sehr wichtig. Deswegen ist der Vorteil dieser Region, dass man jahrzehntelang diesen industriellen Besatz hatte und von daher eben auch gute Möglichkeiten hat, in anderen Bereichen anzuknüpfen, beispielsweise Maschinenbau. Ja, also man muss sich schon überlegen, ob man wirklich, weil der Hype jetzt in diese Richtung tendiert, vor allen Dingen IKT betont. Ich denke, man sollte die anderen Wirtschaftsbereiche nicht aus den Augen verlieren. Die werden deswegen nicht uninteressant. Und die letzte Bemerkung dazu, vielleicht werden wir das in Berlin dann irgendwann noch mal hinterher noch beurteilen müssen. Es muss ja dann auch in der Wachstumsphase hinreichend viel Gewinn erwirtschaftet werden, damit die Produktivität auch entsprechend groß ausfällt und sich das niederschlägt in entsprechenden Löhnen. Das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen dabei. Ja, dass es ein nachhaltiges System in dieser Art wird. Und da würde ich die Investitionen, die mit mehr Kapital auskommen müssen, als die neue Gründerszene in Berlin es im Moment tut, die würde ich nicht so niedrig hängen wollen. Gründerszene, wichtiges Thema. Wir brauchen eine neue Gründerzeit, haben wir gehört, Herr Lobbeam. Was ist denn wichtig? Sie sind alt eingesessen, milliardenschwer als Unternehmen wird. Was denken Sie, was ist wichtig für die junge Szene, für die Start-up-Szene? Wir haben den Punkt gerade schon, Herr Professor Felder hat ihn gerade schon gesagt, also wir brauchen auf jeden Fall die Verbindung eines Startup-Unternehmens mit einem großen Unternehmen. Und da geht es vor allen Dingen auch wirklich teilweise banal darum, Räume zu schaffen. Das machen wir zum Beispiel auch bei uns im Kompetenzcenter, dass wir jungen Startup-Unternehmen dort einen Raum schaffen wollen, weil damit fängt es schon an. Ich kann ein Startup-Unternehmen sein, ich kann mich irgendwo verknüpfen, ich kann am Anfang vielleicht irgendwo noch in einer Garage irgendwo anfangen zu werken, aber dann die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Internet, Rechner, einfach nur einen Raum zu schaffen, dass man sich unterhält und dann auch gleichzeitig mit einem Unternehmen wie mit uns halt vernetzt, um da halt auch gleichzeitig noch den Nachgang zu spinnen. Es geht darum, Sie haben kreative Ideen, wir wollen daran partizipieren und Ihnen halt diese Möglichkeit bieten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und der wird halt auch in Berlin gelebt. Zum anderen Punkt, ich sehe schon, dass man sich auch hier im Ruhrgebiet diese Marke, diese Unverwechselbarkeit schaffen muss,
Weil auch das war ein Punkt gewesen, warum natürlich auch Unternehmen wie Würth ansässig in dem Hohen Logen im Baden-Württemberg auch nach Berlin geht. Weil halt Berlin, man sagt, man kommt an Berlin in diesem Punkt nicht vorbei. Aber genau so einen Punkt muss sich auch das Ruhrgebiet schaffen. Ja. Man sagt, man kommt in verschiedenen Punkten nicht an dem Ruhrgebiet vorbei, weil es über die Grenzen hinaus für etwas steht. Aber diese Marke, die muss ich erst mal schaffen. Und deshalb, wir hatten vorhin ja konträre Meinung, das heißt, okay, die Marke schafft sich dann schon irgendwie von selbst, wenn ich erstmal irgendwie anfange. Ich bin der Meinung, ich muss mich erstmal attraktiv machen und dazu muss ich halt wirklich diese Authentizität schaffen, um zu sagen, okay, ich bin das Ruhrgebiet mit all diesen Punkten, die hier halt sind, mit der Heterogenität, mit meiner Vergangenheit, dem Bergbau, aber ich schaue nach vorn, das war in der Vergangenheit gewesen, ich will aber woanders hin. Und das für mich, und ich sehe aus Unternehmenssicht, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil dann kommen die Studenten, dann kommen auch internationale Partner hier mit her, die dann halt auch die Start-up-Szene hier gründen wollen und das Ganze hier nach vorne treiben. Was genau machen Sie da in Berlin? Kaufen Sie den jungen Leuten, den Startups, die Ideen auch zum Teil ab? Beteiligen Sie sich sogar an Mehrheiten in diesem Unternehmen oder stellen Sie wirklich erstmal nur technische Infrastruktur und Ansprechpartner zur Verfügung? Es geht wirklich erstmal wirklich nur um die technische Infrastruktur, okay. Diese Räume, wirklich Räume zu schaffen, diese Hubs zu schaffen, miteinander zu sprechen. Weil Sie haben die kreativen Ideen, wir haben die Daten natürlich aus der Vergangenheit, wir kennen halt die Wirtschaft. Auch solche Unternehmen haben die finanziellen Mittel, das eben zu machen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dafür gibt es halt auch viele Vernetzungen einfach, auch in Berlin immer wieder Diskussionsrunden. Auch eben der Herr Christian Lindner war gerade noch in der letzten Woche auf dem parlamentarischen Abend gewesen bei IBM. Da sind verschiedene Unternehmen, die einfach auch diesen Startups diese Möglichkeiten schaffen, sich mit der etablierten Wirtschaft immer wieder neu zu vernetzen. Egal, ob es BMW an dem Standort ist in Berlin und andere Großunternehmen, die das ebenso machen und da halt auch diese Gründerszene mit fördern. Und das sehe ich im Moment, fehlt dem Ruhrgebiet hier noch so ein bisschen. Einfach diesen Charme nach außen und zu haben, zu sagen, ich gehe dahin, ich habe diese Verbindung, die Politik, die Rahmenbedingungen stellen mir diese Möglichkeiten. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt kommen, aus Fehlern lernen. Eben Fehler sind nichts Böses und Schlimmes, was man am besten verstecken sollte, sondern Fehler sind eine Chance, aus denen nicht nur Sie selbst, sondern auch andere lernen können. Deswegen ja, veranstalten Sie diese Fuck-up-Nights, wo jeder erzählen kann, wie er fucked up hat, also wie er gescheitert ist und dass das eben anderen nicht nochmal passiert. Wenn man das aufs Ruhrgebiet überträgt, aus welchen Fehlern könnte denn das Ruhrgebiet lernen? Das fällt mir tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass wahrscheinlich 60er, 70er Jahre, noch lange bevor ich geboren wurde, wahrscheinlich ein bisschen vielleicht sich so eine Art Schlendrian eingebaut hat und sehe da auch so ein bisschen tatsächlich Kohlepfennig, so eine Sicherheit. Genau. Ja. Und sehe da ehrlich gesagt auch starke Bezüge dazu, was im Moment so in Bayern und in Baden-Württemberg mit der Automobilindustrie passiert, wo ich auch selbst tätig war, ungefähr 10 Jahre. Da gibt es im Moment große Erfolge. Die machen einen Rekordgewinn nach den anderen, zum Beispiel BMW. Und da ich dort selbst gearbeitet habe, kann ich das ein bisschen einschätzen. Ich habe das Gefühl, dass sich da auch so eine Art Schlendrian so einbürgert und dass dann so eine Firma wie Tesla zum Beispiel irgendwann kommt und alle wundern sich und reiben sich die Augen, wie die das auf einmal so schnell auf die Beine gestellt hat. Also sozusagen so eine Selbstzufriedenheit, wo man da denkt, wir müssen jetzt nichts mehr Neues machen, lass doch die Elektroautos sein. Genau. Ja. Und da sehe ich jetzt auch die große Chance eigentlich für das Ruhrgebiet, dass jetzt praktisch man diese schwierige Zeit jetzt eigentlich langsam hinter sich lassen kann und die Ärmel hochkrempelt und dann nach vorne schaut und, ich sag mal, die Themen anpackt und wirklich auch da versucht, die Industrie und die jungen Menschen miteinander zu verknüpfen. Dazu sind wir unter anderem hier, auch in diesem Panel. Ne? Haben Sie da einen Vorschlag für so eine Verknüpfung? Also aktuell finden ja solche Dinge statt wie große, Möglichkeiten, wie das Ruhr-Summit sich zu verknüpfen. Das findet, glaube ich, in der nächsten Zeit statt. Auch das Social Impact Hub, was da entsteht. Es muss aber meiner Meinung nach, das habe ich vorhin schon angesprochen, eine stärkere Offenheit der aktuellen Unternehmen stattfinden, was ihre eigenen Entwicklungsansätze, was ihr eigenes Know-how, was ihre eigene Technologie betrifft. Auch bereit sein, das zu teilen auch, oder? Genau, bereit sein, das zu teilen, was im Moment in der IT-Welt als Open Source so ein bisschen deklariert wird, hat doch bei der Industrie aktuell noch nicht so Einzug gehalten. Und das finde ich, da sollte man ein bisschen offener sein und mehr Mut dazu haben. Denn diese inkrementellen Fortschritte, die man zum Beispiel jetzt im bayerischen Raum macht, ne? Ich mache jetzt ein neues Auto, gras dann nochmal 0,5% des Marktes ab, das ist für mich jetzt
Sicherheitsdenken, eine Art Sicherheitsdenken, ich möchte das auch noch mit integrieren, aber am Ende des Tages doch auch ein großes Risiko, dass eben halt so jemand wie Tesla kommt und mal alles anders macht. Genau. Hm. Schulterschluss, wie es wird im Grunde vormacht, beziehungsweise auch Sie teilen schon auch Ihr Wissen oder saugen Sie nur ab? Es geht ganz klar darum, auch zu teilen, weil nur dann kann man wirklich erfolgreich sein. Und auch den Punkt, den Sie von ganz kurz in der Frage mit hatten, also es geht eben nicht darum, diese Startup-Unternehmen danach sofort zu übernehmen, zu kaufen, das Know-how abzugrasen, darum geht es nicht. Und zum Glück sind auch viele in der Gründerszene, zumindest mit denen wir auch zusammenkommen, auch nicht daran interessiert, wirklich nur etwas, eine kluge Idee zu haben, das dann möglichst schnell zu Geld zu machen und dann halt ja, diesen Traum einer Insel irgendwo zu leben, sondern ja, wirklich auch das zu machen, was halt auch unser Gründervater als Adolf Wirth, Reinhold Wirth dann später als Sohn das weitergeführt hat, ein Unternehmen entstehen zu sehen. Ja, zum Beispiel auch so Tesla wurde mehrfach angesprochen. Es können halt wirklich Ideen sein, die in kürzerer Zeit dort viel, viel größeren Anklang finden. Und das ist halt das Schöne auch dabei. Und da sagen wir wirklich, man muss sich natürlich als etabliertes Unternehmen öffnen. Das fängt häufig schon bei der Sprache an. Ja, wir haben es ja nur mehrfach schon thematisiert, hier Fuck Up Night und wie auch immer. Das sind Dinge, die man natürlich auch erstmal lernen muss, gerade auch als Unternehmen in Baden-Württemberg. Sich dort ganz anders auch zu geben, wie hat auch Büros ganz anders einzurichten, auch kreative Ideen dort auch schon mit einfließen zu lassen. Ich darf aber Ihr Hochdeutsch an dieser Stelle mal ausdrücklich loben. Wir verstehen alles. Es fällt mir auch schwer. Sie haben sich gut integriert. Herr Dün, Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen heißt, nehme ich an, vor allen Dingen Wirtschaftspolitik im Ruhrgebiet. In einer erfolgreichen, in einer reichen, in einer ehemaligen Hansestadt wie Münster gibt es, nehme ich an, für Sie eher weniger zu tun. Köln und Düsseldorf wachsen. Wenn wir jetzt aber über Digitalisierung sprechen, über schnelle Datenleitungen, Sie sprachen vom Internet der Dinge, dann sind das ja weltweite Chancen. Welche besonderen Chancen haben wir damit in der alten Industrieregion hier an der Ruhr? Sie haben zu Beginn, als Sie uns vorgestellt haben, jeweils ein Zitat genannt. Das Internet der Dinge. Da habe ich über das Internet der Dinge gesprochen und gesagt, wir haben die Dinge. Ja. Was meint das? Das meint, wir haben Maschinenbauer, wir haben Chemieindustrie, wir haben viele andere, die genau auf diese Digitalisierung, wenn ihr Geschäftsmodell auch in 10, 20 Jahren noch erfolgreich sein soll, angewiesen sind. Weil, mit Verlaub, es ist eben kein Hype. Ich weiß nicht, wie Sie das genau meinen. Es ist kein Hype, es ist keine Dotcom-Blase, wie wir sie Anfang des Jahrhunderts gehabt haben und das ist in 3 Jahren wieder beruhigt. Sondern es ist ein grundlegender Wandel aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Und die Chance, die ich eben sehe, ist, dass die Verknüpfung von dem, was wir klassischerweise in der Industrie kennen, auch im Ruhrgebiet kennen und es auch in Zukunft noch geben wird, die Kombination von dem mit diesen neuen Ideen, zum Beispiel im Bereich der Logistik, dass das eine echte Triebfeder für wirtschaftliches Wachstum hier im Ruhrgebiet sein kann. Nehmen wir doch mal das Thema Logistik. Wir alle stehen vor dieser Riesenherausforderung, das Handelsverhalten, das Einkaufsverhalten, schon von uns Privatleuten hat sich in den letzten Jahren verändert, verstärkt den Onlinehandel beispielsweise, aber wie mein Kollege Mike Roschek immer so schön sagt, das Internet liefert ja nicht, sondern da kommt dann doch wieder ein Auto. Kommt Mensch. Mhm. So. Und das intelligent zu steuern, intelligenter als das jetzt der Fall ist, wo soll man das eigentlich ausprobieren? Eben, also ich glaube nicht bei aller Liebe zum Münsterland und aller Wertschätzung, das ist eine tolle, prosperierende Region, aber da werden Sie das nicht ausprobieren, sondern man muss das hier im Ruhrgebiet ausprobieren. Wie Logistik und Verkehr und Mobilität, das sind gerade auch schon andere Beispiele dazu genannt worden, wie die eigentlich in der Zukunft aussehen. Wo, wenn nicht hier? Und da braucht man diese unabhängigen, kreativen Köpfe in Verbindung mit den Unternehmen, die als Kapitalgeber zur Verfügung stehen, aber eben auch als diejenigen, deren Waren hier von A nach B gebracht werden. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo ich glaube, da ist eine Riesenchance hier im Ruhrgebiet, wenn man sie jetzt packt. Der Deutschlandchef von Cisco hat mal gesagt, wir haben ein Zeitfenster von 2-3 Jahren. Er hat das vor einem Jahr gesagt. Mhm. So, also noch mehr Dynamik. Und ich sage das nochmal, wir brauchen sicherlich noch gesetzgeberische Veränderungen bei den Rahmenbedingungen für Venture Capital und so. Da gibt es noch ein paar steuerrechtliche Dinge, die das Ganze für Deutschland insgesamt noch mal deutlich erleichtern können. Von den, sagen wir mal, 100% in der Welt, die an Venture Capital verteilt werden, landen 3 in Deutschland, 2 davon in Berlin. Also da ist in dem Kuchen noch eine Menge Musik drin für uns, da können wir sehr viel mehr. Aber das sind eben allgemeine Rahmenbedingungen. Hier in der Region muss man sich, glaube ich, darauf konzentrieren, dass die existierenden
Industrieunternehmen sich dafür öffnen, ihre Türen öffnen, ihre Köpfe öffnen und sagen, kommt hier rein, wir unterstützen euch, wir wollen euch nicht gleich morgen wegkaufen. Also mit so einer Attitüde wird man da nicht erfolgreich sein. Das ist ja gerade von Wirth auch nochmal beschrieben worden. Aber diesen Geist, oder neudeutsch würde man sagen, diesen Spirit, den kann die Politik nicht verordnen. Den können auch Oberbürgermeister nicht verordnen. Sondern da geht es darum, dass das von den Chefs gemacht wird. Und wenn aus die den sagen, Unternehmen heraus, ja. dass die sagen, wir wollen uns dieser neuen Kultur auch entsprechend öffnen. Und wenn die sagen, brauchen wir nicht, haben wir schon immer anders gemacht, dann ist das im Grunde das Todesurteil für ganz Ihr habt für vor kurzem eine Unternehmerin in diesem Zusammenhang getroffen, die sagte, ich biege Blech und das will ich auch in Zukunft machen, lass mich mit deinem Zeug, mit der Digitalisierung in Ruhe. Die wird auch noch ein paar Jahre Blech biegen, aber sie wird irgendwann merken, dass sich vielleicht das Blechbiegen nicht grundlegend verändert, aber die Beziehung zu ihrem Kunden wird sich grundlegend verändern durch Digitalisierung. Und wenn sie darauf nicht einsteigt, und das gilt für alle anderen Unternehmen auch, dann ist sie in ein paar Jahren weg. Ja. Und das muss man jetzt erkennen und deswegen muss man jetzt dafür auch die richtigen Entscheidungen treffen. Da würde ich vielleicht mit Ihnen, Professor Feld, nochmal zwei Punkte aufgreifen wollen. Ihnen fallen bestimmt noch mehr ein. Einmal muss sich ordnungspolitisch was ändern, damit sich hier im Ruhrgebiet mehr tut in Sachen Gründungen, Unternehmensgründungen. Und zum Zweiten, sind Startups die neuen Hoffnungsträger für Innovation und Prosperität? In 2,5 Minuten, ne? Also ich habe das nicht gemeint mit dem Hype in dieser Art und Weise, sondern es ist so, dass ich vor allem ansprechen wollte, wie Wirtschaftsförderer auf einzelne Themen springen. Meines Erachtens ist Digitalisierung eine Veränderung der Wirtschaft, nicht zwingend eine industrielle Revolution, aber sie wird massive Veränderungen in den nächsten Jahren hervorrufen. Das bezweifle ich nicht. Nur mit diesem Stichwort Digitalisierung dann vor allen Dingen auf Gründer zu setzen, die aus dem Bereich der IKT kommen, das halte ich für relativ schwierig, denn die Altsassen benötigen Digitalisierung ja genauso. Was muss man ordnungspolitisch verändern? Muss man. Naja, also wenn Sie einerseits an Finanzierungsfragen denken und allgemeine Rahmenbedingungen, dann sehe ich das genauso, dass wir steuerlich etwas ändern müssen, denn die Beteiligungsfinanzierung wird steuerlich weiterhin benachteiligt, aber das sollte auch eine solche allgemeine Änderung sein. Die ist sicher teurer als irgendeine spezifische Förderung, die wir machen für Venture Capitalists. Denn es muss ja dafür gesorgt werden, dass dann auch in der Wachstumsphase die Unternehmen nach oben kommen. Und das Zweite, ich habe das im Grunde nur am Rande angesprochen, wenn man auf junge Leute setzt und will junge, smarte Leute ansprechen, wo hat man die denn? Ja, man hat sie im Wesentlichen in den Universitäten, nicht nur, aber da sind sie schon ganz schön konzentriert bei uns. Das Ruhrgebiet hat relativ viele Universitäten und es gibt immer noch eine gewisse regionale oder örtliche Bindung der Studierenden, sonst würden sie nicht zunächst mal immer an die Heimatuni studieren gehen hier in Deutschland. Das ist das, was wir auch sehen. Man hält die Leute vor Ort, wenn man ihnen mit ihren Ideen die Möglichkeit gibt, bei Ausgründungen vor Ort zu bleiben. Und dazu benötigt man Freiheit. Das ist ganz wichtig. Sie dürfen nicht so viel gängeln. Das ist das Entscheidende. Man darf nicht an diese jungen Gründer rangehen und sie mit den ganzen Regulierungen torpedieren, die existieren. Und da spielt die Landespolitik eine Rolle, denn sie legt einen Teil dieser Regulierungen fest. Und sie legt auch fest, wie die Regulierungen umgesetzt werden. Da würde ich mir gerade für Nordrhein-Westfalen, also dann nicht nur fürs Ruhrgebiet, auch fürs Rheinland wünschen, dass man etwas mehr freiheitlich und weniger regulativ vorgeht. Ich denke, das wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.